Wie kommt der drauf, dass ich noch Forstarbeiten mache, ey? Das habe ich ganz zu Beginn in Schwatzingen gemacht. Inzwischen mache ich das gar nicht mehr. Eigentlich ist es der Harry. Aber ist mir egal. Den Auftrag, den nehme ich an. Stimmt, ich kann die Bäume hier dann auch wieder fällen. Also wir müssen jetzt so ein bisschen doppelt arbeiten hier im MP, weil wir natürlich nicht den ganzen Spielstand sozusagen wieder übernommen haben, sondern so einiges wieder auf Null ist. Nach dem Map-Update. Ich glaube, ich werde dann nachher hier bei mir auch noch ein paar Bäume fällen. Und ein bisschen Geld ranholen. Der Müller, was der sagt. Ich und mein Deutsch, mein Deutsch, mein Deutsch. Ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch. Ich und mein Deutsch. Ich sollte Sie anrufen. Ja, ich wollte fragen, wann Sie denn kommen. Jo, ich muss jetzt noch eine Sache dem Resins runterfahren und dann komme ich. Okay. Gut, dann warte ich. Jo. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Hey, was war denn das jetzt? Okay, ich glaube, ich fahre dann mit dem Case hoch. Zur Polizei und hol dann auch gleichzeitig den Ding die Sämaschine ab. Hallo, Hans-Peter, was ist los? Ja, ich hätte eine Frage wegen dem Gemeinderat. Ja. Und zwar, wie ist das denn jetzt mit Felderkauf? Es läuft immer noch über den Bauhof. Läuft über den Bauhof? Ja, klar. Der muss das ja im Grundbuchamt eintragen. Okay. Also Felderkauf über das Grundbuchamt beim Jürgen. Okay. Und er verrechnet dann auch die Steuern. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Jo, gut, bis dann. Dann. Ciao. Ciao. Hey. Das Telefon, das glüht heute. Ist halt jetzt in der Session so, dass wir alles eben wieder neu kaufen müssen und der Händler kommt nicht voran. Das ist brutal. Da hat der Händler einen Haufen zu tun und der Jürgen auch. So. Letzte Bahn.
Ich krieg ja, einen guten Rabatt auf diese, auf den Schafstall. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann sparen wir nämlich ein bisschen Geld. So, und ich bin jetzt hier durch. Das freut mich. So, wenn ich jetzt hochfahre, müsste es eigentlich fast passen, aber ich fälle hier mal kurz noch ein, zwei Bäume. Dann haben wir die nämlich auch schon parat liegen. Oh, was sind das? Das ist ja nice. Ich glaube, das ist wegen Season so. Ja. Lol. Die sind direkt entastet. Jetzt natürlich ein bisschen weniger RP, aber wenn das so ist, warum nicht? Werde ich mich nicht so sehr beschweren. Ist natürlich viel angenehmer jetzt. Ist sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob das bei den Birken und so auch so ist. Das wäre ja mega. Da haben wir doch glatt eine. Ne, bei der ist es nicht so, hä? Das ist aber komisch. Toll. Gerade bei dem Baum, wo es wichtig wäre, weißt du? Hallo. Hi. Ich glaube, das hat sich erledigt mit dem tiefen Lockern drüben. Warum? Weil das Feld fertig aussieht. Ich brauche trotzdem einen Pflug. Ach so. Ich muss ja da noch der Grünstreifen zwischen den zwei Feldern muss noch zu Feld umgearbeitet werden. Soll ich das machen oder wollen Sie das da machen? Das können Sie machen. Ich brauche halt einen Pflug dafür. Ja, kümmern. Also von dem her machen Sie das einfach. Okay. Da sind die Kosten auch nicht ganz so teuer. Okay. Ja. Gut, dann bis später. Oder nochmal eine Frage. Wer trägt eigentlich die Kosten für den Pflug ausleihen? Ja, trage ich dann. Gut. Nee, war nur eine Frage. Aber wenn Sie okay. wollen, können Sie das auch machen. Nee. Das, da lasse ich Ihnen den Vortritt. Ja, also. Dann bis später. Tschüss. Ciao.
schon ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld hier. Gut, das bringt auch ein paar tausend ein, die wir hier, die Bäume hier. Und dann haben wir wieder gute Karten Geld zu verdienen. Ich rufe der Harry bald mal zurück. Oh, ich muss los zum Stromberger, ey. Ich muss auch ein bisschen an mir selber gucken. So, jetzt habe ich ja schon alle. Mal gerade das Radio anmachen, ey. So leise hier. Dann hole ich die Sämaschine ab und fahre mal zum Stromberger. Lass ich mir für die Stämme ein bisschen was bezahlen. 30 Stämme mal 5. 6.000 Euro. Das ist 750. Ich bin mal gespannt, was ich dafür einen Preis mache. 750 wären 9.000 Euro. Alter, was war denn das jetzt gerade? War ja ein Mega-Lag. Ich sollte die Sämaschine vorher noch auffüllen.
Ist das mein Auto? Sieht so aus. Jo. Vom Staat kann man sich das bezahlen lassen.